Wir müssen weiter. Je eher wir Garil finden, umso besser. Was wollt ihr?
Yeah.
Solch ein schrecklich... Ich war überhaupt nicht bereit dafür. Hilfe? Dafür ist es zu spät. Es sind heidnische Aschländer, die jenseits des Lichts und des Schutzes des Tribunals... Meine Schwester schleicht sich in die Ruhe. Fremder! 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 Ich benötige sofort eure Hilfe. Das ist nicht weiter wichtig. Meine Schwester Kiret ist in diese Dwemer-Ruinen gegangen, aber sie hat vergessen, meinen neuen Steuerstab mitzunehmen. Ich habe ihn gebaut, um mit den Spinnenkonstrukten fertig zu werden. Genau. Ich würde es selbst tun, aber eines dieser hinterhältigen Dinge...
Mein geliebter Sohn ist wegen eines törichten Botenganges unterwegs. Oh nein, er war ein so guter Sohn und dachte immer an seine Mutter. Warum musste er nur losziehen und so eine Dummheit machen? Sie sagen, es gäbe...
Das Vieh ist durchgedreht und was macht er? Geht zurück. Entschuldigt, ich habe keine Zeit. Dies ist die Tiefklippengrube. Eine Quarmann. Willkommen in Gramfeste, der Hauptstadt des Ebenherzpakts. Wir verzeichnen alle Besucher. Bei der Ankunft muss jeder zu einem Registrar, der seinen Namen und sein Begehr in Gramfeste festhält. Der Schan ist ein chaotischer und gefährlicher Ort geworden. Warum sollten wir unserer prächtigsten Stadt nicht ein gewisses Maß an Ordnung auferlegen? Kleine Unannehmlichkeiten sind nur ein geringer Preis für eure weitere Sicherheit, Bürger. Sprecht mit Registrar Rivel im Stadtzentrum. Nehmt die Treppen hoch zum zentralen Gebäude. Dort solltet ihr ihn im Innenhof finden. Trödelt nicht. Es ist wieder das Gesetz, Gramfeste zu betreten, ohne sich registrieren. Seid gegrüßt. Wir hörten, ihr habt entscheidend zur Evakuierung der Flüchtlinge von Ödfels beigetragen. Es ist... Ja, natürlich. Ich habe Befehl vom Tempel des Tribunals, euch sofort zu registrieren und Zugang zur Stadt zu geben. Ja, ja, das sagte ich bereits. Habt ihr nicht zugehört? Es fühlt sich an,
Ich muss zum Registrar, damit ich weitermache. Was denkt ihr wohl, wohin ihr geht? Ihr und alle anderen, die in die... Ich weiß, ich... Über euch reden sie also alle die ganze Zeit? Demnach hätte ich mir euch aber irgendwie größer. Nein, es macht mir nur Spaß, am Tempel herumzulungern. Ich liebe all das Zähneknirschen und die Heuchelei. Ja, ich habe auf euch gewartet. Nun, freut euch nicht zu früh. Es braut sich Ärger zusammen und ich habe keinen entsprechenden Kontrakt. Also kann ich mich auch nicht offiziell einmischen. Die Leitgeborenen sind in der Stadt. Ich habe gesehen, was sie Narses antaten, und ich will nicht, dass Gramfeste das Gleiche zustößt. Ich sollte mich eigentlich nicht darum scheren, aber ich werde wohl langsam etwas weich. Ihr habt genug Einfluss, um einen mächtigen Verbündeten hier zu finden und eigene Ermittlungen anzustellen. Halt! Ihr habt eine Verabredung mit der Heiligen Herrin? Ihr seid wirklich etwas Besonderes. Hört zu. Erzählt ihr von den Leitgeborenen. Vielleicht lässt sie euch all dem nachgehen. Es würde mir eigentlich nicht im Traum einfallen, sie so auszunutzen, aber diese Sache ist zu wichtig. Und Almalexia liegt diese Stadt wirklich am Herzen. Und ich werde nachsehen, ob ich herausfinden kann, wo sich die Leitgeborenen verstecken. Ich treffe euch dann im flammenden Nix, der Eckschenke südöstlich von hier. Oh, und hört zu. Kein Wort über mich zu Almalexia. Versprecht mir das und ich werde euch helfen, Gramfeste zu retten. Geht nur los und trefft die Göttin. Ich... Willkommen in Gramfeste, mein Kind. Euer Name ist dem Tribunal bekannt. Es war weise, meiner Einladung zu folgen. Ihr habt meinem Volk geholfen. Und durch eure Taten habt ihr auch mir geholfen. Ich spüre, dass eure bisherigen Errungenschaften nur der Anfang gewesen sind. Meine Registrare haben euch Zugang zu dieser Stadt gewährt, aber ich wollte euch persönlich für eure Taten danken. Unsinn! Ich erfreue mich daran, jene zu belohnen, die meinem Willen dienen. Möge diese Laterne euch auch in finstersten Zeiten Licht spenden. Doch ich spüre, dass euch etwas bedrückt. Sagt es mir. Zaudert nicht auch in meiner göttlichen Gegend. Ich spüre, dass hinter eurer Geschichte mehr steckt. Aber ich werde nicht nachbohren. Ich vertraue auf eure Instinkte und euer Urteil in diesem Belang. Betrachtet euch als mit meiner Autorität gesegnet. Ihr dürft die Präsenz der Leitgeborenen frei nach eurem Belieben untersuchen. Stellt ihr immer die Gaben einer Göttin in Frage? Doch ich bin in einer großzügigen Stimmung. Die Laterne braucht weder Flamme noch Brennstoff, um Licht zu erzeugen. Ihr aktiviert sie einfach und sie lässt für kurze Zeit eine Kugel der Erleuchtung an eurer Seite erscheinen.
Geht in Weiß. Ich stamme aus einer